Hallo ihr Lieben, hier ist Maike von Gusti Leder und ich zeige euch heute, wie ihr euren Gürtel selber kürzen könnt. Dafür braucht ihr zunächst ein Schneidermaßband, eine Lochzange, etwas zum Anzeichnen und Abschneiden und den passenden Schraubenzieher für die hintere Schraube. Als erstes möchte ich jetzt wissen, was ich überhaupt für eine Gürtellänge habe. Gemessen wird die immer von der oberen Kante der Gürtelschnalle bis zum mittleren Loch, damit man nach oben und unten noch etwas Spiel hat und die Lasche am Ende nicht so weit übersteht. Danach misst ihr euren Hosenbund, am besten, wenn ihr die Hose angezogen habt, für die ihr den Gürtel tragen möchtet. Ich möchte jetzt eine Gürtellänge von 100 cm haben und deswegen muss ich 15 cm abschneiden. Zuerst löst ihr jetzt die hintere Schraube. Und könnt dann die Schnalle auch schon abziehen. Nun markiert ihr das, was ihr abschneiden möchtet. Ich hatte eine Gürtellänge von 115 cm, möchte auf 100 cm runtergehen, das heißt, ich schneide 15 cm ab. Beide Seiten markieren. Die Punkte verbinden und gerade abschneiden. Das kann manchmal etwas schwierig sein, weil ein Gürtel aus mehreren Lagen meistens besteht. Wenn ihr es abgeschnitten habt, könnt ihr das alte Teil als Vorlage nehmen, um die Position der Schraube zu markieren. Und mit der Lochzange könnt ihr dann jetzt die Markierung lochen. Wenn das passiert ist, müsst ihr nur noch die beiden Teile zusammensetzen und wieder fest verschrauben. Achtet dabei darauf, dass die einzelnen Lagen wieder an der ursprünglichen Position sind. Wenn wieder alles fest verschraubt ist, könnt ihr abschließend noch einmal die Gürtellänge überprüfen. Ich bin jetzt bei meinem mittleren Loch bei wie gewünscht 100 cm. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und ihr traut euch nun selber, euren Gürtel zu kürzen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!